Hallihallo, die Aufgabe wurde gelöst. Vielen Dank an Matthias. Ja, Punkt. Punkt, er hat es geschafft, ne? Er hat es geschafft, den entsprechenden Code als erster herauszufinden auf seine innovative Weise. Sehr schön. Ich zeige jetzt mal, wie ich das so gemacht hätte. So, schauen wir mal. Gut, wir hatten das Programm Randseed Crypt. Eure Aufgabe war es gewesen, herauszufinden, eine vorhandene Datei, die man mit Load-File laden kann, zu entschlüsseln, obwohl ihr das Passwort, was eine Zahl ist, nicht habt. Gut, und jetzt zeige ich mal, wie ich daran gegangen wäre. Gut. Was ihr natürlich habt, ist die Methode bzw. Prozedur Decrypt. Decrypt. Und da habe ich mir überlegt, das wäre doch dann ein Ansatzpunkt. Decrypt ist normalerweise dazu da, bei vorhandenem Passwort, was sich hier im Edit1-Feld als Variable RS hier in meinem Programm befindet, durchzuspielen. Ne? Durchzuspielen von 0 bis 20.000. Gut. Und Ansatz wäre natürlich hier, sich da Gedanken zu machen, wie man das hier automatisieren kann. Ne? Wir finden hier Undo Zufall umwandeln. Ne? Das war eine Prozedur, die hier schon fertig ist. Und Zufallsdatei i, das ist ein Array, eine Liste, ne, oben definiert. Ein Array of Byte. Darin befindet sich im Moment die Datei, ne, die Kryptdatei, die ich euch mitgegeben hatte. Und die soll jetzt entschlüsselt werden. Gut, man braucht dafür nicht visuelle Elemente. Also man braucht jetzt nicht hier alles schön ausgeben zu lassen, um sich dann den Text da rauszuziehen. Das verlangsamt nur das Dekodieren. Wenn man 20.000 Durchläufe hat, stört das nur. Genau, also die ganzen Memo-Geschichten, alles was mit zum Beispiel Edit 1 Text zu tun hat, das wäre jetzt nicht pfiffig, da jetzt automatisch immer einen Text reinzuschreiben, um mit Gewalt diese Prozedur durchführen zu lassen, sondern man hat ja eigentlich alle schon da. Die entsprechende Datei hattet ihr ja geladen, landet jetzt hier in diesem Array, das habe ich Zufallsdatei genannt. Darin befindet sich jetzt die Datei crypt.txt. Warum heißt das Zufallsdatei? Na, weil die ursprünglich mal in meinem Demo-Programm mit Zufallszahlen generiert worden ist, beziehungsweise mit Verschiebung des Zufallszahlengenerators Randseed. Und den müssen wir jetzt durchspielen von 0 bis 20.000. Anzahl Bytes, wenn ihr den Quellcode gelesen habt, ist die Länge der Datei crypt.txt. Dieser Wert wird gesetzt in dem Moment, wo ihr mit Load-File die Datei Crypt-Text ladet. Gut. Wir wissen also, es gibt hier eine Vorschleife, die hier bei gesetztem Wert für Randseed eine Ergebnisdatei erzeugt. Hier Undo-Datei. So, die ist auch wieder ein Array. Die könnte man jetzt auch nutzen. Ne? Das ist auch wieder eine Liste von Bytes. Und die dann anschauen, ob darin halt das Wort zum Beispiel The RackRunner vorkommt. Wenn ja, dann ist die Datei korrekt entschlüsselt. Gut, ich habe mich dann entschieden, das nicht so zu machen, wieder ein neues Array zu erzeugen, denn das Durchsuchen ist dann etwas schwierig. Ich habe das dann anders gemacht, zeige ich jetzt mal. Ich habe mir einen weiteren Button gemacht. Ne? Buttons kann man hier hinzufügen. Button. Den habe ich mal Hack genannt. So, was habe ich da gemacht? So. Das wäre dann die Lösung gewesen, die ich mir so erträumt hätte. Man braucht also nicht mit den visuellen Objekten arbeiten. Nur ganz zum Schluss, wenn man das Ergebnis schon kennt, setze ich den Edit1-Text direkt dann auf das gefundene Passwort, was nichts anderes ist als eine Zahl, kann damit mit Decrypt dann den verschlüsselten Text dekodieren. Ihr seht, es ist gar nicht so lang und so schwierig gewesen. Gut. Was klar war, wir wollen alle Möglichkeiten von 0 bis 20.000 durchspielen. Und Randseed haben wir ja oben gesehen in der entsprechenden Routine von Decrypt. Das soll jetzt ständig ein anderer Wert sein, nämlich hier. In dem Fall habe ich es mal Hack genannt. Gut, das hier, Undo, Zufall umwandeln, Zufallsdatei, haben wir oben schon gesehen. So entschlüsselt man quasi eine Datei, wenn man denn den richtigen Wert vor Randseed hätte. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und hinterher durchsuchen, um festzustellen, ob sich darin der Text The RackRunner befindet. Gut.
Jetzt will ich also einen Text haben. Ich will jetzt mal nicht mit den Arrays arbeiten. Gut, ich das Undo-Zufall umwandeln brauche ich auf jeden Fall, denn das ist die einzige Möglichkeit, wieder zu entschlüsseln. Dabei kommt jetzt aber ein Byte raus. Ein Byte raus. Und dieses Byte, daraus mache ich ein Character im ersten Schritt. Ein Character. Ein Zeichen. Ne? Gut, ein Zeichen. Und dieses Zeichen wandle ich sofort in Großbuchstaben um. Ich habe also ein großes Zeichen. Ob das das Richtige ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Und dann läuft diese Prozedur vor n 1 zu Anzahl Bytes, ne, solange wie die Datei ist. So oft macht er das. Für jedes Byte der verschlüsselten Datei macht er Undo, ne, macht daraus ein Zeichen, macht das Zeichen groß und fügt alle Zeichen, und hier habe ich dann meinen kleinen Trick gemacht, zu einem String zusammen, ne, weil der sich leichter durchsuchen lässt als ein Array, was nur eine Auflistung von Bytes in dem Fall war. Gut. Vorhack gleich 0 zu 20.000. Gut, erster Durchlauf. Ne? Erster Durchlauf. Was macht er? Er setzt jetzt Hack auf 0 und probiert damit. Mein String, meine Zeichenkette, ist erstmal nix. Muss ich bei jedem Durchlauf wieder auf nix setzen? Sonst würde ich ja bei jedem Schleifendurchlauf immer mehr daran hängen und es würde eine unendlich lange Zeichenkette, will ich nicht. Also mein String ist erstmal leer. Dann gehe ich vor n gleich 1 zu Anzahl Bytes, wobei man sich natürlich auch überlegen könnte, muss ich denn wirklich die komplette Dateilänge durchsuchen, um darin den entschlüsselten Text RecRunner zu finden. Man könnte ja auch beraten, die Datei war so um die 30.000 Bytes lang, vielleicht findet sich die ja schon in den ersten 1.000 Bytes. Und schon hat man eine Menge CPU-Kraft gespart. Man kann es ja mal testen. Ne? Wenn es nicht klappt, macht man sie halt größer. Und die man schon abgearbeitet hat, dann macht man es halt weiter. Könnte man so überlegen. Könnte ja funktionieren. Gut, also. Vor n gleich 1 zu Anzahl Bytes macht er das. Anzahl Bytes ist die Dateilänge in dem Fall. Und holt sich jeweils ein Byte der verschlüsselten Datei, die jetzt noch im Array gespeichert ist. Macht daraus ein echtes Zeichen. Macht das Zeichen groß. Hängt das Zeichen an dem im Moment noch leeren String an. Und das macht er so oft, wie die Datei Bytes hat. Und schon habe ich in Großbuchstaben die Datei mit dem Wert 0 entschlüsselt. Ob dabei jetzt was Gescheites rauskommt, kommt drauf an, ob ihr den richtigen Wert habt. Ne? Der liegt ja irgendwo zwischen 0 und 20.000. Das Programm soll das jetzt automatisch rausfinden. Jetzt kann ich diesen wunderschönen String-Zeichenkette einfach mit POS durchsuchen. Wenn Position RecRunner im String irgendwo vorkommt, dann kommt mit POS hier ein Wert größer als 0 raus. Also die Position in der Zeichenkette ist dann größer 0. Wenn das zutrifft, dann sind wir uns sicher, jetzt haben wir die richtige Zahl erwischt. Das läuft hier von 0 bis 20.000 und ich will ja nicht 20.000 Dateien händisch durchgucken, sondern das soll das Programm selber sehen. Und das kann ich hier jetzt schön, ich durchsuche diesen String, den ich ja erzeugt habe, ob da den RecRunner in Großbuchstaben vorkommt. Natürlich, ich habe ja die Zeichen vorher extra in Großbuchstaben umgewandelt, damit Groß-Kleinschreibung mich nicht aufhält. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich das richtige Ding gefunden. Und dann setze ich eigentlich, also dieser Teil wird nur ausgeführt, wenn ich den Treffer habe in diesem String, also an der richtigen Position, war von 0 bis 20.000, hat jetzt irgendeinen Wert, war in dem Fall 9669, also 9669. So viele Durchläufe. Ne? Und setze dann gefunden den Wert von Hack, jetzt in dem Fall 9669, in Edit1 Text ein, dass das direkt hier oben eingesetzt wird. Und dann brauche ich nur noch Decrypt und safen und sehe den entschlüsselten Text. Das wäre jetzt die Lösung gewesen, die ich mir idealerweise erträumt hätte. Macht aber nichts, wenn ihr auf andere Lösungen gekommen seid. Das finde ich innovativ, das finde ich gut. Gut, das war die Lösung zum kleinen Programmelchen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank nochmal an die mitgemacht haben, die sich die Mühe gemacht haben, meinem kleinen Demo zu folgen. Insbesondere dem Matthias, ja,
Punkt. Punkt aus. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.